Servus und willkommen zurück zu Hellblade. Wir sind immer noch dabei, die Erinnerungen zusammenzustellen, um das Schwert für Senua neu zu schmieden. Wir haben 2 von 4 blaue Kristalle schon geschafft, mit verschiedenen Erinnerungen, aber auch mit Prüfungen. Und die anderen 2 wollen wir heute machen und dann mal gucken, ob wir das Schwert bekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Also, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, würde den Kanal und das Video sehr unterstützen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Kristall und gucken, was uns heute erwarten wird. Wir hatten erst schon so ein Feuerlabyrinth und so ein Fackenrätsel. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Also, wir haben auch schon ein bisschen was über die Vergangenheit erfahren. Also, wenn euch das interessiert und ihr die Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich noch abchecken. Light shone from him. Only so. Good things were told. Sehen wir hier wieder verschwommen wie jedes Mal und dann werden wir da wieder rein teleportiert. Also jetzt geht's um die Götter, okay. Müssen wir jetzt kämpfen oder was kommt jetzt? Okay, jetzt geht's los. Wir hören das Meer und wir sehen ein großes Gebäude, okay. Und da oben ist wieder dieser blaue Typi. Diese Illusion. Gucken, ob wir mal mit dem reden können oder irgendwie was. Ah, ist hier wieder ein Rätsel. Können wir umklappen? Und hier geht's in den Abgrund. Du bist so weit gekommen, die Brücke ist kaputt. Naja, dann benutze ich halt Platten. Oh mein Gott. Focus on the mark. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. Wir sind gerade, wo wir waren, aber diesmal anders und jetzt ist die Brücke ganz. Okay, jetzt auch so mit Erinnerungen und Illusionen arbeiten wir uns nach vorne. In dieser Welt ist hier okay. Also wir reisen, als wir selbst trotzdem irgendwie durch die verschiedenen Welten. Das ist interessant. So, was gibt's hier für uns? The Northmen tell this story about the death of Baldur. Ist hier offen? It begins with dark dreams. Nein. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldurs mother makes everything du musst in the world. Oh nein, nicht schon wieder. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. Da geht's runter. They each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him. Und das auch zu. Only Loki, father of Hela. Ich schätze jetzt mal, vielleicht müssen wir darüber, wir in die andere Welt und dann finden wir das Symbol. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil ja auch so ein Ding ist, dann wieder die Maske fokussieren, also ihr wisst schon. Zack. Jetzt wieder zurück. Und hier jetzt lang. Alles ist offen. Oh je. Kämpfen? Dillian, there he is. Da ist wieder eine Maske. Und in der Welt ist er auch jetzt wieder offen. Okay. Jetzt sind wir hier drin. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. Das ist es doch, oder? To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. Is it really true oder nicht? All things promised to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Not in this. In this.
Ah. Senua, you've got it. Und jetzt müssen wir da raus, wieder umkehren, dann können wir zur Vorderseite rein. Okay, das geht vom Schwierigkeitsgrad her, man muss halt ständig rumlaufen und die Welt verändern. So, okay. Jetzt müsste hier offen sein. Alter, wie sieht's hier denn aus? Wow. Muss ich da fokussieren oder wie? You are guilty. Was it worth it? Loki makes a dart, was sagt, and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god. Jetzt komme ich gerade nicht weiter. Loki asks him why he wasn't taking part. Hoof says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Oder muss ich jetzt wieder umändern? Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him. And to everyone's horror, Balder is killed. Okay, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Look what happens to the things you love. Das Umlauf ist halt nicht so geil. Da ist jetzt auch zu, okay. Okay, ich muss in die dunkle Welt. Alles klar. Was muss ich dann machen? Zack. Ich kann ja auch nicht, außer wenn Gegner da sind, ich kann mein Schwert so nicht benutzen. Bestimmt muss ich irgendeine genaue Stelle fokussieren, ich check's halt nicht. Gefällt mir nicht sowas. It's all your fault. You're cursed. Hä? Ach, keine Tipps oder was? Aber ich muss doch da rein. You killed me. I couldn't see the darkness within you. They led you astray. Sehr schön. You listened to your father when you had the chance. Why didn't you listen to him? This love has tortured you. Da ist er. Und ich sehe schon wieder nicht richtig. Das gibt es doch nicht. Years have passed since she left her father. Das gibt es nicht. Alongside her friend. Drei Stellen. Das ballert mein Kopf schon wieder weg. She saw things no one else could. Patterns. Shapes. Movement. And in
Kein Spiel hat es mal so lange geschafft, meinen Kopf mit dieser Suche fertig zu machen. Bis auf das Spiel. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zimbel and her past. And Dillian. Her future. Okay, da war das erste. Warum springt sie dann nicht einfach runter? Jetzt muss sich die Welt wieder verändern. Remember Dillian. Do you remember the sound of his voice? Bin ich denn jetzt? Wo ist hier denn ein Pfeil? Dicker. Hä? Da unten? Niemals. Ja, Leute, hier bin ich gerade wieder und zwar ist mir ein riesiger Fail passiert. Jetzt leider auch zuerst mal am PC. Ich habe weitergespielt, habe die Rätsel gemacht, habe aber leider vergessen aufzunehmen. Habe auch das zweite gemacht, also die vierte Challenge und habe leider nicht aufgenommen. Und zwar habe ich hier eben das Rätsel fertig gemacht. Das war so das Ganze, also die Symbole. Dann hatten wir noch so eine Dunkelheit, wo wir durchgelotst wurden. Ich gucke mal, ob ich das hier finde. So das Feuer, genau. Da hatte man eben so Wasser und so Dunkelheit, wo man durchgeführt wurde mit Vibration, mit Wasser. Das war ganz cool. Also ich zeige euch jetzt, was ihr verpasst habt, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und dann waren wir eben hier und haben uns das Schwert geholt. Und für die, die die Cutscene jetzt interessiert, hier ist jetzt nochmal nur auf Englisch. Also wir haben die Erinnerungen von ihr zusammengefasst, haben die Dunkelheit besiegt, haben uns das Schwert geholt und dafür wird uns die Dunkelheit bestrafen. Und als nächstes sind wir dann eben hier in der Finsternis. Wir haben Stimmen gehört als Bestrafung. Also ungefähr 10-15 Minuten habt ihr verpasst. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Checkt es gerne noch ab und dann... Ja, ist zwar jetzt ärgerlich für mich, dass ihr das jetzt verpasst habt, aber dafür, wisst ihr was, dafür hänge ich euch jetzt nochmal ein bisschen was dran, auch wenn ich gesagt habe, ja, war cool. Wir werden in Dunkelheit in den Arsch treten, aber dann machen wir das halt eben jetzt noch. So, da sind wir wieder. Ist natürlich ärgerlich, aber ich hoffe, es ist okay für euch. Ich habe euch ja jetzt so ein bisschen gezeigt, was ihr verpasst habt. Ist schon richtig, richtig vielen Leuten passiert. Mir ist es schon auf der PlayStation passiert, da habe ich es aber nachgespielt. Und jetzt eben hier, ja, ist scheiße, aber jetzt sind wir hier in der Dunkelheit und jetzt treten wir der Dunkelheit hoffentlich in den Arsch mit unserem neuen Schwert. Nö, wir können den nicht angreifen. Ah, okay, ich muss fokussieren. Hier, da ist das neue Schwert und es leuchtet so bläulich auf jeden Fall. Ja, es werden jetzt halt immer mehr Gegner. Die Schwierigkeit steigt natürlich auch. Okay, ich muss die Gegner scheinbar aus der Dunkelheit rausholen und dann kann ich sie angreifen. Du hast keinen Ausweg. Doch, oh mein Gott. Das, also jetzt wird's zu einem richtigen Horrorspiel, weil jetzt wird's richtig, richtig eklig. Und jetzt sind wir eben auch in der Finsternis. Wir haben ein neues Schwert. Wir wollen die Dunkelheit vernichten. Also wir haben das Ziel direkt vor uns. Aber wir müssen es halt eben jetzt auch erfüllen. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the sorrows that rot in this sea of corpses? Also wir haben schon ein paar Mal gegen 12 einmal gekämpft, aber jetzt haben wir jetzt sogar 3 auf einmal. Do you smell their putrid wounds? Und fokussieren. Kommt nur her, ich mach euch alle weg.
what you have done to them. Oh, sogar mit Schild jetzt. All because you were a coward, because you ran. Ja, jetzt wird das Spiel natürlich auch, dass man ein paar Mal stirbt. Weil wir jetzt langsam zum Ende kommen. Aber ich werde mein Bestes geben, nicht so schnell zu sterben. Why must they pay for your heresy? Oh, der ist groß. Oh mein Gott, ich hab's geschafft zu parieren. Sehr gut. So, du kriegst auf die Fresse. Oh, der hält gut aus. Oh, wir haben ihn besiegt. Der muss sich wieder herholen. Oh ja, jetzt, ihr merkt jetzt schon, jetzt werden es mehrere Gegner. Und noch einer. Es ist hier nicht vorbei. Ein normal und ein Fins. Oh, das ist gemein. Scheiße. Komm, lass es enden. Und noch einer mit dem Schild. Hei, ja, ja, jetzt geht's hier richtig ab mit dem Kämpfen. Und das ist eigentlich geil, weil das Kämpfen hat mir bisher meistens Spaß gemacht. Sehr gut. Und wieder weg mit denen. Okay, das war's. Das ist Galena. Ihre Mutter ist hier? Hear the voice of your mother, Galena. She calls for you, Senua. Go to her. Dass ihre Mutter da ist, das ist krass. So, muss ich jetzt wieder fighten oder muss ich einfach jetzt durch die Finsternis durchlaufen? Weil der Sound ist jetzt ein bisschen lauter, weil wir eben hier auch jetzt in der Hölle sind. Ich hoffe, das ist trotzdem okay und nicht zu laut. Aber ich könnte es eventuell nochmal anpassen. Komme ich hierher? Hätte ich doch den Weg laufen müssen, wo ich gerade war. Ihre Mutter. Das frage ich mich. Jetzt geht's hier wieder in das Blutwasser. Mama! I need you! Help me! Oh, da ist sie. Aber sie kann dir nicht helfen, Senua. Du musst es selbst schaffen. Die Mutter war machtlos, da muss sie es, aber sie muss es schaffen. Weil wenn es ja auch in der Dunkelheit untergeht, war hier dieses ganze Abenteuer umsonst. Also jetzt wird das Spiel nochmal richtig heftig. Und das Kämpfen finde ich auch viel insaner, wie ständig Rätsel und so. Also man hat viel mehr Action und es gibt direkt den nächsten Kampf. Ja, da muss man auch zeigen, was man drauf hat. Da bin ich schon mal eingespielt für andere solche Kampfreaktionsspiele. Oh, der ist heftig. Bin ich tot? Oder kriege ich noch eine Chance? Alter, wie oft er schlägt. Aber ich bin langsamer. Drauf. Sehr gut. Was? Komm schon, ich hol dich raus. Ach du Scheiße. 3 Stück?
Ich werde euch alle wegmachen. Ich schwöre ich euch. Kommt nur her. So, du darfst weg. Den wollte ich eigentlich... Oh, noch so ein Fetter. Unten. Oh mein Gott. Jetzt wird's langsam schwer. Warum tut er mir das an? Oder warum tue ich mir das an und spiele das? Ich bin in der Sackgasse. Komm schon, nicht sterben. Ach du Scheiße. Und einer mit Schild, das gibt's nicht. Sehr gut, Senua. Oh. Stark, stark, stark. Der ist tot. So muss das Spiel sein. Das Kämpfen macht viel mehr Bock. Komm her, jawoll, und rein da. So, wer will noch Stress? Angedödelt. Ihr werdet alle verrecken. Das schwöre ich euch. Kommt noch her. Komm doch. Komm doch, trau dich. Traut euch und kommt her gegen mich. Mittlerweile bin ich drin im Kampfsystem. Und richtig rein da. Ich schneide dich in 20 Teile. Das ist noch mehr Gegner wie vorhin. Na, der Axtwerfer ist schlimm. Geh mit dem Schild einfach treten. Und jetzt du. Diese Bomben, ne? Das ist das Gemeine. Einfach schön ausweichen. Und jetzt. Komm. Alter. Du machst mich jetzt nicht nach. Noch einer. Warum kämpfst du immer noch weiter? Weil ich gewinnen will gegen euch. Und vor allem gegen dich, du blöde, tricksdunkle Stimme. Und ich kämpfe Senua, dass sie ihre Ziele erfüllt. Dass sie die erreichen kann, weil mit dir als Tricksstimme schafft sie das nicht. Wir kämpfen als Team. Und ihr seid natürlich auch dabei. Wir werden das schaffen. Es ist scheißegal, was sie in der Vergangenheit getan hat. Das, was jetzt zählt, ist es hier und jetzt. Und natürlich habe ich Hoffnung.
Wie gesagt, sie muss mit der Vergangenheit abschließen und sich in Ängsten stellen, weil sonst wird sie nie mehr vorankommen. Sie kann das schaffen. Sie muss einfach nur dran glauben. Und ich werde euch alle hier besiegen. Holy shit, das macht richtig Bock gerade. Also ich hoffe, ihr könnt mir dadurch verzeihen, dass ich einmal vergessen habe aufzunehmen, dadurch, dass es jetzt ziemlich viel Action gibt. Und wisst ihr was, dadurch, dass ich gerade Bock drauf habe, wird die Folge doch ein bisschen länger gehen, weil wenn ich Spaß habe, dann spiele ich natürlich. Also wie gesagt, bei Kämpfen bin ich auf jeden Fall dabei, Berätzen. Ich hoffe, im zweiten Teil werden sie meine Kritik ein bisschen umsetzen. So, was geht denn hier jetzt ab? Oh, ist da oben der Endboss? Gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schluck auf. Ah, sorry, Leute. Alter, aber die Gesichter und so, das sieht schon echt geil aus. Und da ist die Mutter. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Okay. Wir müssen uns die Katze doch noch angucken. Escape the Sea of Corps. Dann schauen wir uns noch die Cutscene an und dann machen wir Cut und dann gibt's beim nächsten Mal das mögliche Finale. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Jetzt glaubt sie, dass er böse ist. Oh, sie darf jetzt nicht böse werden. Sie darf nicht auf die Stimme hören. Das wäre ganz schlecht. Bringt sie ihren eigenen Kumpel jetzt um? Hör bitte nicht auf die Stimme. Hör nicht auf die Stimme. Do you still believe in me, Senua? In us? Er ist doch für dich da. Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was das time. Neue Schwert. A little hope. Und mit diesem Schwert werden wir beim nächsten Mal der Finsternis hoffentlich so richtig in den Arsch treten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch wenn ein kleiner Fehler von mir drin war, das Abschlachten fand ich richtig geil, vor allem ohne Tod geschafft. Und ja, wenn ihr das Finale nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das Finale rauskommt. Ich hab auf jeden Fall richtig Bock, weil ich gespannt bin, wie das Ganze endet. Und die nächste Folge wird schon bald kommen, dann haben wir Hellblade auch geschafft, also seid gespannt, habt noch einen wundervollen Tag.
macht's gut und Servus.